Heute bauen wir einen Strand, Freunde. Und hier ist der perfekte Platz dafür. Einen Strand? Hier? Aber Bob, gehört dein Strand nicht eigentlich ans Meer? Und haben Strände nicht auch Sand? Ja, da habt ihr beide recht. Aber Hochhausen bekommt einen Stadtstrand mit Sand direkt vom Meer. Die Leute können also den ganzen Sommer herkommen und eine Pause am Strand machen, um das schöne Wetter zu genießen. Oh, dann können sie sich in der Sonne Sonnen- und Strandspiele machen? Das stimmt, Heppo. Genau wie an jedem anderen Strand. Nein, nicht wie an jedem anderen Strand. Unser Stadtstrand wird ein Nummer-1-Strand. Ein Nummer-1-Strand, Herr Brauer? Nummer-1-Strände sind besser als normale Strände. Die sind sauber und sicher für die Kinder zum Spielen. Kein Dreck, kein Durcheinander, nirgendwo Müll. Keine Sorge, Herr Brauer. Wir hinterlassen immer alles sauber und sicher, wenn wir fertig sind. Das höre ich gern, Bob. Später kommt ein Prüfer, dann muss ja alles ordentlich und blitzeblank sein. Halt, Herr Brauer, das brauche ich noch. Tut mir leid, ich kann keine Ausnahme machen. Nur ein winziges Stück Müll kostet uns vielleicht die Auszeichnung. Oh, Herr Brauer, dort drüben haben Sie etwas übersehen. Oh. Sehen Sie selbst. Oh nein. Also, Team, bauen wir den ersten Nummer-1 Stadtstrand. Ja, gut so, Heppo. Ist das auch genau die richtige Position, Bob? Ich will, dass alles ordentlich ist. Das ist punktgenau, Heppo. Mach weiter. Und du bist ganz sicher, nach dem, was Herr Brauer gesagt hat? Hey, Buddel! Pass doch auf! Wir müssen den Strand blitzsauber halten und du verstreust deinen Sand überall. Ups, Entschuldigung. Ist schon okay, Buddel. Aber alles muss dahin, wo es hingehört. Wenn nicht alles ordentlich ist, wird der Strand kein Nummer-1-Strand. Wir haben noch jede Menge Zeit fürs Aufräumen, bis der Prüfer da ist. Aber zuerst müssen wir den Strand bauen. Okay, Team, auf geht's! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Einmal Sonnengelb und einmal Meeresblau. Diese Strandhütten werden richtig toll. Und die Farbe trocknet schnell an einem so sonnigen Tag wie heute. Meine Güte! Bob, Wendy, vorsichtig mit diesen Farbtöpfen! Wir wollen nicht, dass hier überall Farbkleckse sind. Wenn Flecken auf die Steine und den Sand kommen, ist hier alles... Keine Sorge, Herr Brauer. Das ist wasserlösliche Farbe. Ach so? Mit warmem Wasser geht jeder Fleck weg. Oh, oh. Oh, mein Mülleimer! Oh je. So wird es hier nie sauber und aufgeräumt aussehen, Buddel. Entschuldigen Sie. Der Strandprüfer kann jede Minute hier sein, um sich alles anzusehen. Genau genommen ist er vielleicht schon hier. Wirklich? Oh ja. Jeder, der sich dem Strand nähert, könnte der Prüfer sein. Also achte darauf, dass alles sauber und aufgeräumt ist. Oh, das kitzelt. Oh, hallo Möwi. Herr Brauer hat gesagt, jeder, der sich dem Strand nähert, kann der Prüfer sein. Aber wer ist es? Nein, wohl eher nicht. Die auch nicht. Halt, warte. Und wenn's zwei Prüfer sind? Vielleicht haben sie ja Kameras in ihren Butterbroten versteckt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht essen sie nur zu Mittag. Möwi, halt nach dem Prüferausschau! Huch, der Prüfer! Er ist hier! Das muss er sein! Oh nein! Huhu, der Prüfer! Der Prüfer kommt! Hä? Sei vorsichtig, Buddel! Halt! Oh,
denn? Da ist der Prüfer. Wovon redest du, Buddel? Er ist dort drüben und macht Fotos vom Strand und vom Meer. Der Nummer 1 Strandprüfer. Hä? Er beobachtet Vögel, Buddel. Das Einzige, was er prüft, ist, wie die Vögel hier leben. Oh, dann entscheidet er also nicht, ob das hier ein Nummer 1 Strand wird? Nein. Ich war zu überdreht, oder? Ein bisschen schon. Aber wieso? Dafür gab's keinen Grund. Heppo und Herrn Brauer war es doch so wichtig, dass alles schön ordentlich ist. Und ich bring immer alles durcheinander. Ich dachte, wenn es hier nicht sauber und aufgeräumt ist, kriegen wir keinen Nummer 1 Strand. Aber ich hab doch vorhin schon gesagt, dass wir am Ende genügend Zeit haben, um aufzuräumen. Wir hinterlassen doch alle Baustellen sauber und sicher. Wenn wir aufräumen, bevor wir fertig sind, brauchen wir für alles viel länger. Ja. Du hast recht, das sehe ich ein. Werden wir denn mit dem Strand noch rechtzeitig vor der Prüfung fertig, Bob? Ja, wenn wir ruhig weiterarbeiten und nicht überdreht sind. Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Gemacht, Buddel. Das ist der letzte Sack für die Müllkippe. Du kannst losfahren. Ach du liebe Güte. Sieh doch mal. Hä? Die Strandprüferin ist eingetroffen. Jetzt! Hä? Die Prüferin? Alles gut, Buddel. Fahr einfach schnell weg. Okay. Eine Tüte. Die hole ich. Nein, Buddel. Lass liegen. Oh, 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 oh. Oh. So, und hier ist unser ganzer Stolz, der nagelneue... Was rede ich da? Hier geht's lang, natürlich. Nein, nein, nicht zurückgucken. Bloß nicht zurückgucken. Oh nein, oh nein. Nein, nein, keine Panik. Ganz schnell weg mit dem Müll. Nur wie? Hm. Oh, ah, ich hab's. Mila, Tim, Anton, schnell, kommt her und helft mir. Was gibt's? Was können wir tun? Und dann weiter Richtung Osten sehen Sie. Oh, halt, wo wollen Sie denn hin? Wir müssen schnell aufräumen. Benutzt eure Eimer und Schaufeln. Okay, Buddel. Alles klar. Genau so. So schnell es geht, bitte. Oh. Es ist zu spät, oder? Das hier wird bestimmt kein Nummer 1 Strand. Halb so schlimm, Buddel. Wir haben uns bemüht. Ich war wieder zu überdreht, hab ich recht? Vielleicht ein kleines bisschen. Aber diesmal hast du es gleich wieder gut gemacht. Es war eine tolle Idee von dir, die Sportis zu bitten, den Müll wegzuräumen. Und außerdem haben wir einen schönen Strand gebaut. Warum genießen wir ihn nicht? Gute Idee. Das sollten wir tun. Wir müssen doch noch nicht nach Hause, Betty. Nein, jetzt gibt es ein riesiges Eis. Das habt ihr euch ehrlich verdient nach der schweren Arbeit am Strand. Eis! Juhu! Los, kommt an Bord in euren eigenen Eiswagen. Klingelingeling, klingelingelang, klingelingelang, klingelingeling. Bröckelnde Zinn. Ich glaube, die Sandburg muss repariert werden. Findest du nicht auch? Das sieht nach einer Aufgabe für Bob, den Baumeister, aus. Wie wär's mit einer kleinen Verschönerung? Was? Wir haben die Auszeichnung trotzdem gekriegt? Ja, die Prüferin hat gesagt, sie hat noch niemals so eine tolle Zusammenarbeit in einer Stadt gesehen, damit ein Strand sauber und aufgeräumt ist. Oh, das glaube ich ja nicht. Wie großartig. Toll gemacht, Team Bob. Und jetzt? Wo ist Buddel?
Das ist für dich, Buddel. Vielen Dank. Deinetwegen wurde unser Stadtstrand tatsächlich zu einem Nummer-1-Strand. Gut gemacht, Buddel. Bravo! Ich freue mich, dass jetzt alles ordentlich ist. Freu dich nicht zu früh. In der Werkstatt liegt noch einiger Müll rum. Oh, yippie! Ich liebe Müll und Unordnung. Einige Teile der Burg Bauheim stehen hier schon seit Hunderten von Jahren. Oh. Seit der Zeit der Prinzen und Prinzessinnen und Ritter in glänzenden Rüstungen. Oh. So wie Sir Friedrich von Bauheim. Er war der erste Ritter der Burg Bauheim. Ich bin Sir Leo, ein Ritter in glänzender Rüstung. Attacke! Aber Bob... Wo stürmt Sir Friedrich denn hin? Sieht so aus, als wollte er durch die Mauer da reiten. Angriff! Und genau hier werden wir heute arbeiten. Wisst ihr, wenn man sich die Burgpläne genau ansieht, war hier mal ein prachtvoller Torbogen, sodass Sir Friedrich hier hindurchgehen und den Burggraben entlanglaufen konnte. Wir sollen ihn wieder freilegen, damit die Leute hier wieder durchgehen können. Ich sehe hier überall nur dicke, verschlungene Äste. Das müssen wir zuerst machen. Wir müssen beide Seiten der Mauer von den Ästen befreien. Also, lasst uns loslegen! Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlagt ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. So, hier ist er, der alte Torbogen. Ich sehe nur Steine und, noch mehr Steine. Hier ist die gewölbte Form des Bogens, Buddel. Oh. Dies sind die uralten Steine. Und das hier sind die Steine, die man später benutzt hat, um den Eingang zuzumauern. Wieso hat man das gemacht? Vielleicht, um Drachen fernzuhalten. Oder böse Hexen. Das glaube ich nicht. Drachen und Hexen kommen nur im Märchen vor. Wirklich? Was ist das für ein Geräusch? Ist es ein Drache? Es kommt von der Statue. Die Statue lebt. Oh, es ist nur Herr Brauer. Ich hatte gehofft, es wäre ein Drache. Hallo, Herr Brauer! Hallo, Herr Brauer! Oh, ah! Hallo, Herr Brauer! Oh, hallo zusammen! Was machen Sie hier, Herr Brauer? Ich suche nach vergrabenen Schätzen. Vergrabene Schätze? Ja, das ist mein Hobby. Dieser Metalldetektor spürt alles Metall auf, das unter der Erde liegt. Zum Beispiel eine Münze oder eine goldene Krone. Oder eine Schraube. Kann er eine Schraube finden, Herr Brauer? Ja, er kann auch eine Schraube finden, Buddel. Aber was ich suche, ist der silberne Schild von Bauheim. Der silberne Schild? Was ist das? Habt ihr noch nie von der Legende des silbernen Schildes gehört? Nein! Nun, Sir Friedrich von Bauheim war der freundlichste und mutigste Ritter im ganzen Land. Oh. Der König bewunderte ihn so sehr, dass er diese Statue von ihm machen ließ. Sie zeigte ihn auf seinem berühmten Pferd mit seinem glänzenden silbernen Schild. Wow! Aber der Geschichte nach hörte Sir Friedrich eines Tages, dass ein Feind den Schild stehlen wollte. Also vergrub er ihn noch in der gleichen Nacht hier irgendwo auf dem Burggelände. Und hier liegt er noch heute, unentdeckt seit jener Zeit. Also könnte er überall sein? Vielleicht stehen wir gerade mit unseren Füßen drauf. Oh. Oh. Gut, ich sollte euch nicht aufhalten. Zurück an die Arbeit. Heute könnte mein Glückstag sein. Ja, gehen wir wieder an die Arbeit. Wer weiß, vielleicht findet hier einer von uns den silbernen Schild. Ich bin sicher, dass mein MD-4000 schneller ist als du, Bob. Ich bin Sir Buggy, der schnellste und baggertastischste Ritter im ganzen Land. Ich bin Sir Buddel und hier ist mein silberner, roter Schild. Na gut, ihr beiden Ritter. Es ist Zeit, den Torbogen freizulegen. Ja.
So, bitte schön, Buddel. Du kannst die Steine jetzt wegbringen. Klaro, Leo. Die Steine sind abgeladen. Jetzt kann ich den vergrabenen Schatz suchen. Wo würde jemand einen silbernen Schild verstecken? Vielleicht neben der Statue. Buggy, bist du wirklich sicher, dass das eine gute Idee ist? Herr Brauer sucht nach vergrabenen Schätzen. Ich helfe ihm nur. Wo steckst du, Buddel? Oh, ich komme, Bob. Grab nicht ohne mich weiter, Buggy, hörst du? Oh, Sir Friedrich stürmt in Richtung Burgmauer. Also vielleicht ist dort der Schild. Er muss hier irgendwo sein. Oh, was ist das? Okay, Buggy. Du kannst uns helfen, die Steine wegzubringen. Hey, Buggy, was tust du da? Ich suche nach vergrabenen Schätzen. Rühr dich nicht von der Stelle. Oh, oh. Nicht bewegen. Hallo, Bob. Wendy, hallo. Wie läuft es? Nicht so gut. Wir haben einen Notfall hier. Wir brauchen was zum Abstützen, Zement und Mixi. So schnell, wie es geht. Ich kümmere mich drum. Sehr gut, danke. Okay, Leo, hol bitte Buddel. Was ist passiert? Die Mauer steht nicht mehr fest, weil du an ihrem Fundament gegraben hast. Sie kann jeden Moment einstürzen. Oh nein, tut mir leid, Bob. Ich habe nach dem Schatz gegraben. Dabei habe ich gar nicht an die Mauer gedacht. Es hilft alles nichts. Wir müssen sie irgendwie abstützen, bis Wendy hier ist. Ah, Buddel, ich brauch dich hier. Du musst deine vordere Schaufel hochheben und sie gegen die Mauer drücken. Geht klar, Bob. Ganz vorsichtig. So ist es gut. Und du, Buggy, fährst jetzt langsam nach vorn. Oh. Ganz ruhig. Komm nach vorn. Schön langsam. Das war ganz schön knapp. Gut, Buggy. Jetzt machst du das Gleiche wie Buddel. Bleib stark, edler Sir Buddel. Du auch, Sir Buggy. Hier kommt die Rettungsmannschaft. Zur Rettung. Wir haben die Stützen, Bob. Gut, sehr schön. Mixi, misch so viel Beton, wie du kannst, bitte. Habe verstanden, Bob. Aufgepasst, Team. Wir müssen die Burgmauer abstützen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Gut gemacht, Team. Das sollte die Mauer stützen, bis der Beton trocken ist. Oh, gute Arbeit, Bob. Jetzt kann Sir Friedrich wieder durch den Torbogen hinausstürmen. Ich glaube nicht, dass er stürmen will, Herr Brauer. Ich finde, es sieht so aus, als würde er auf etwas zeigen. Ach, du liebe Güte, du hast recht, Wendy. Er zeigt wirklich auf etwas. Aber worauf zeigt er nur? Tja, das können wir ganz leicht herausfinden. Ich benutze meinen Entfernungsmesser. Was sagt man dazu? Genau dort mache ich immer Picknick. Kommen Sie, Herr Brauer. Heute ist vielleicht doch Ihr Glückstag. Oh, da ist auf jeden Fall Metall unter der Oberfläche. Also, Buggy, ganz vorsichtig diesmal. Okay, Bob. Oh. Silberne Schild von Bauheim. Wie der glänzt. Ich wusste, dass ich ihn finde.
Endlich hat Friedrich von Bauheim seinen Schild zurück. Die Leute werden in Scharen kommen, um sich das anzusehen. Danke, Bob. Danken Sie nicht mir. Danken Sie... Sir Buggy mit der silbernen Schaufel. Sir Buddle, dem freundlichsten und mutigsten Ritter im ganzen Land. Angriff! Angriff! Entschuldigt, wenn ich störe, Ritter. Aber es ist Zeit, den Schutt wegzuräumen. Oh. Nur Mut, Sir Buddle. Die Arbeit eines Ritters hört nie auf.